be that young rapping dude, might just trap with you. Leute von heute, was geht? Herzlich willkommen bei uns Star Wars YouTuber Epic Wars mit Star Wars Battlefront 2 Action. Und Leute, genießt den Moment. Genießt den Moment. Frag mal, Epic ist zurück. Ja, Mann. Eine der beliebtesten Star Wars Serien hier auf YouTube, Leute. Und ich darf es euch endlich präsentieren. Wieder einmal das große Comeback, Leute. Viele Leute, die das vielleicht nicht kennen, werden bestimmt diese Serie feiern. Aber es ist nicht jedermanns Sache. Ich weiß, die einen werden es vielleicht nicht so krass feiern, die einen werden es richtig feiern. Würde mich mal interessieren, Leute, ob ihr das feiert oder nicht, diese Serie. Könnt ihr in die Kommentare eliminieren. Ja, Leute, erstmal zum Gameplay. Ihr seht im Gameplay ein Noob-Gameplay von mir, Leute. Das ist einer der ersten Gameplays. Und ich dachte mir, hey, warum sollte ich nicht mal solche so mittelmäßige Gameplays hochladen? Weil das ist ein gutes... Auch mal ein gutes Ding, wenn man das später mal sehen kann, wie man sich verbessert hat, weißt du? Da kann man so sehen, okay, das hat man früher damals noobig gemacht. Übrigens, Leute, mein ganzes Setup, das mit den Granaten und so, ich wusste gar nicht, was ist. Es war einer der ersten Runden hier und ich habe das aufgenommen. Warum? Weil ich mit Boba Fett gespielt habe und ich dachte mir, hey, das ist mein erstes Boba Fett Gameplay hier für euch, Leute. Auf eure entzündeten Augen. Ja, Leute. Und hier, Leute, haben wir wieder ein paar Fragen. Ja, von lieben Abonnenten. Denkt an, Leute, wenn ihr Fragen habt oder so, schreibt das in die Kommentare. Falls ihr anonym sein wollt, dann schreibt mir einfach eine private Nachricht bei YouTube oder meldet euch bei Twitter oder irgendwie kontaktiert mich. Ihr könnt mich auch bei Twitch, Leute, im Livestream könnt ihr mich auch privat anschreiben. Ne? Nicht im öffentlichen Chat, sondern privat. Also schreibt ruhig, Leute, was ihr gerne beantwortet haben möchtet. Von mir. So Leute, erste Frage. Hey Epic, ich bin 15 Jahre alt, heiße Tobias und habe eine Frage. Sollte ich mir Sorgen machen, ich habe eine Freundin auch 15 Jahre und wir sind seit 8 Monaten zusammen, aber irgendwie ist es nicht mehr wie früher. Am Anfang haben wir stundenlang bei WhatsApp geschrieben und haben uns mehrfach in der Woche getroffen. Doch seit einem Monat circa ist alles so komisch. Ich liebe sie und denke, sie liebt mich auch, aber mittlerweile schreibt sie nach 20 bis 30 Minuten erst zurück und nicht sofort. Wir treffen uns auch nur noch ein, zwei Mal die Woche und dann muss sie auch immer auf einmal los. Es lief am Anfang so gut und jetzt ist es anders. Kannst du mir bitte helfen, Epic? Liebe Grüße, Tobi. Tobi, mein Lieber. Schön, dass du mir geschrieben hast. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Ja, Tobi. Es ist ja so, du hast eine Freundin und am Anfang lief alles ganz gut. Das waren die ersten Gefühle, so weißt du, am Anfang so verliebt sein und so richtig verliebt sein. Und das ist normal so, dann ist man, will man gar nicht mehr voneinander los und so, das ist richtiges Verliebtsein. Das kennen sehr, sehr wenige Menschen, die richtig verliebt sind, beide Leute richtig verliebt sind. Und nach einer Zeit lässt das aber ab. Bei manchen ist das nach einigen Monaten, bei anderen wiederum so nach Jahren, bei anderen vielleicht auch gar nicht. Ne? Es ist wieder, hängt vom Menschen ab, wie sie sich nehmen, aber ich denke mal, normalerweise lässt das ab. Ich glaube, es gibt kein Paar. Natürlich sagt man, hey, meine Großmutter, mein Großvater lieben sich immer noch. Aber es gab auch Zeiten, wo sie sich auch gezankt haben. Also das ist normal. Und ja, es ist halt so, am Anfang lief alles perfekt, hast du geschrieben. Das glaube ich dir. Ja, das ist wirklich so. Am Anfang schreibst du, sie schreibt dir, sie kann gar nicht warten, dass du es zurückschreibst. Und du kannst gar nicht warten, bis die Nachricht von ihr kommt. Ich kenne das, Mann. Ich kenne das. Und das ist halt wirklich so. Ja, dass es nicht mehr so ist wie früher, ne? Das ist aber normal. Jetzt aber, du hast noch wahrscheinlich die gleichen Gefühle, du bist noch in dieser Verliebtsein-Phase, aber sie hat, bei ihr hat es nachgelassen. Das ist normal, lass dich nicht erschrecken so, weil das kommt und geht, weil das ist normal. Und du sagst, sie schreibt nach 20 bis 30 Minuten zurück. Ich finde das gar nicht so schlimm, weißt du? Okay, am Anfang, ihr habt immer so geschrieben und jetzt nach 20 bis 30 Minuten ist natürlich ein bisschen belastend, das zu sehen, dass sie erst nach 20 Minuten 30 Minuten zurückschreibt, ist natürlich sehr schade für dich dann auch, das verstehe ich, aber du musst dich auch als Kerl, als Mann, musst du dich auch mal ein bisschen rar machen, weißt du, du musst dich ein bisschen, nicht so die ganze Zeit zurückschreiben, so hinterherlaufen, dann das Mädchen will ja, sie ist nicht in der Eroberungsphase quasi, aber sie denkt sich, oh, der ist so leicht, den habe ich in der Tasche. Sozusagen, nicht alle Mädchen sind so, ne? Um Gottes Willen, ich will kein Mädchen oder Frauen beleidigen. Ist ja von der Natur aus, ist es halt so, okay, das ist jetzt mein Freund. Oh, okay, ja, ich schreibe den mal später dann zurück in 20, 30 Minuten, wenn ich Zeit habe. Und lässt sich dann quasi auf die Warteliste. Nicht in die Star Wars Warteliste, ne, aber auf die Warteliste hier bei WhatsApp. Das ist normal.
Und was du dagegen machen kannst, ist auch so. Schreib ihr nicht gleich sofort zurück. Das ist mein Tipp auch an alle so. Wenn ihr mit irgendwen schreibt, dann schreibt nicht sofort zurück, also wenn es um Mädchen geht, ne? Und macht euch mal ein bisschen so rar. Macht euch nicht so, hey, hier bin ich, hier, sofort zurückschreiben, alles über mich, hier. Das muss, ihr müsst ein bisschen so geheimnisvoll wirken und natürlich auch später zurückschreiben. Nicht gleich hier alles preisgeben und so, hier, das ist mein Lebenslauf, hier hast du alles. Und dann nach ein, zwei Monaten wundern. Ist halt immer so. Natürlich, wenn man eine feste Freundin hat, ist was anderes, dann sollte sie natürlich alles über ihn wissen, ist normal. Man sollte auch alles über sie wissen, keine Geheimnisse, nicht irgendwie, dass sie auf einmal FBI-Agentin ist oder so, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Aber es sollte schon so ein gesundes, ja, ein gesundes Miteinander da sein. Versprecher for the win. Und ja, das sollte natürlich dann gegeben sein, dass ihr auch dann euch versteht. Es ist natürlich jetzt blöd gelaufen, aber ihr trefft euch ein, zwei Mal die Woche. Wahrscheinlich habt ihr euch früher jeden Tag getroffen. Hast du das geschrieben? Ich weiß gar nicht, aber es ist halt normal, ne, dass man sich vielleicht nicht mal so oft trifft. Vielleicht macht sie auch Hausaufgaben, lernt sie oder so. Kannst sie mal fragen, was sie sonst noch so macht, ganz neutral so. Und ja, ihr den Freiraum einräumen. Vielleicht hat sie auch gerade Probleme, sprich sie vielleicht an oder vielleicht merkst du es auch. Und lass sie eine gewisse Zeitabstände. Lass sie einfach dann mal zurückschreiben später oder lass sie mal einfach ein bisschen in Ruhe. Sie schreibt dann schon zurück, sie meldet sich schon und ja, macht dir einfach keinen Gedanken, so weißt du. Weil, was willst du sonst anderes machen? Weil sonst ist das so aufdringlich, es ist einfach zu viel. Und deswegen nimm einfach einen Schritt zurück und mach das. Ich weiß, du liebst sie, ich weiß, du bist verliebt. Das ist halt schwer, aber du musst da durch und du musst das auch wirklich so machen. Und am liebsten würde man sofort zurückschreiben und sofort die ganze Zeit miteinander chatten. Aber es ist halt so, Leute, es ist halt so. Und ja, ich hoffe mal, dass du auf dem richtigen Weg noch kommst, Tobi. Dass das bei dir noch alles klappt. Kannst dich auch melden, wie es dann jetzt noch vorangeht. Auf jeden Fall, ich hoffe, das hilft dir. So, zweite Frage, Leute. Hey Epic, ich habe eine Frage und hoffe, dass du mir helfen kannst. Ja, ich hoffe, ich auch, mein Freund. Ich bin 13 Jahre alt und wurde von meinen Eltern bestraft, weil ich meine Hausaufgaben öfters nicht gemacht habe. Nun habe ich Handyverbot, bis ich von der Schule komme und darf erst an mein Handy, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe. In der Schule werde ich geärgert und werde der Handylose genannt. Der Handylose? Lol. Ich finde das voll fies. Ich habe bloß meine Hausaufgaben nicht gemacht, weil ich die Matheaufgaben nicht verstanden habe. Bitte helf mir. Ja, das ist natürlich bitter. Aber man muss seine Eltern auch verstehen, weil es sind halt so diese Geräte, weißt du, elektronischen Geräte, was die Eltern gleich denken. So Handy, PlayStation, Fernseher. So, weißt du, an die Eltern denken gleich, okay, das ist die Ablenkung Nummer 1. Eigentlich die Ablenkung Nummer 1 war damals bei mir Freunde, aber ja. Bei dir ist es vielleicht das Handy, vielleicht hat man es gemerkt und deine Eltern wollen ja nichts Böses, ne? Die wollen ja nicht irgendwie dich einsperren und so. Das ist schon gut gedacht von deinen Eltern. Es ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, dass du Handyverbot hast, aber da musst du jetzt durch, ne? Da musst du jetzt wirklich durch. Und gegen das Mobbing mit der Handylose, da musst du mal mit deinen Eltern darüber reden, dass die vielleicht mit den Lehrern mal sprechen, dass es nicht so krass wird, weil deine Eltern wollen dir ja auch nichts Böses und jetzt ist es zum fast Mobbing gekommen, ne? Das ist auch scheiße. Deswegen versuch mal, da Kontakt aufzunehmen, vielleicht auch die Lehrerin oder deinen Lehrer mal anzusprechen, dass du mal, ja, sagst, was da abgeht, weißt du, ob das gut ist, welchen Weg du einschlagen sollst, weil die Lehrer können dich am besten einschätzen, weil die dich sehen und die ganze Klasse auch einschätzen. Ich kann dir jetzt nur ein paar Tipps so allgemein geben, aber ich kann dich jetzt nicht einschätzen, wie deine Klasse ist, wie du dagegen vorangehen kannst und so. Aber es ist natürlich hart, wenn man der Handylose genannt wird, aber ich hoffe mal, dass du dann den Weg noch zurückfindest. Das ist eigentlich voll cool, dass ihr noch Handy sagt, ne? Manche sagen nur noch Smartphone. Das ist cool, dass es noch Leute gibt, die Handy sagen. Sagt ihr auch noch Handy, Leute? Weißt du, ich sage irgendwie beides. Ja, auf jeden Fall, ja, mach das auf jeden Fall, dass du da ein bisschen Hilfe holst wegen den Mobbing-Sachen. Der Handylose ist ein bisschen zu viel. Und wegen Matheaufgaben nicht verstanden, da musst du wirklich deinen Eltern sagen, hey, du hast die Matheaufgaben nicht verstanden, die müssen dir dann helfen oder gucken, dass du Nachhilfe bekommst oder die Eltern, oder du fragst einfach Lehrer, deine Lehrerin, Mathelehrer, Mathelehrerin, einfach mal nach, hey, ich habe die Aufgaben nicht verstanden, könnt ihr mir das nochmal erklären, so, weißt du, und der Lehrer ist ja bitte dafür bezahlt und deswegen sollte ich das erklären und falls du die Hausaufgaben nicht gemacht hast, weil du es nicht verstanden hast, musst du es sagen. Also wir haben damals nie Ärger bekommen, wenn wir gesagt haben, hey, wir haben die Hausaufgaben nicht, aber wir haben es versucht, aber wir haben es nicht verstanden.
So, weißt du, und der Lehrer hat jetzt nicht gesagt, ja, zeig mir mal, was du versucht hast. So, weißt du, er wollte kein Beweismittel sehen, sondern hat uns das geglaubt. Das war Mathelehrer, richtig korrekt. Und ja, vielleicht ist es ja bei euch auch so. Und versuch's einfach mal. Schreib mal irgendwie die Formel auf oder schreib einfach mal ein bisschen den Rechenweg auf und dann sag, hey, du hast es nicht verstanden. Und falls er dann fragt, legst du halt vor. Und ja, ist es halt wirklich blöd. Und mach auf jeden Fall weiter Schule. Also mach das, zieh das durch, dass du die Matheaufgaben wirklich verstehst. Weil wenn du sagst, hey, ich verstehe das Thema nicht, und ja, ich freue mich, wenn da ein Mathe-Thema was anderes dran kommt, Prozentrechnung oder so, und dann lässt du es ab, das ist gar nicht gut für deine weitere Laufbahn. Also du musst alles in Mathe eigentlich verstehen. Auch wenn du es nicht perfekt kannst, dass du wenigstens den Sinn dahinter verstehst, dass, warum ihr das macht, wieso man das teilt und so weiter. Warum gerade diese Zahlen, warum das, dass du das wenigstens so verstehst, weißt du, allgemein einen guten Schulabschluss ist natürlich sehr, sehr wichtig, ne, also häng dich mal ran und, ja, Nachhilfe, sehr wichtig, Leute, sehr wichtig, versucht es, es hört sich blöd an, oh, der nimmt Nachhilfe, aber das macht ihr ja für euch, nicht für jemand anderen, also das ist sehr wichtig. Jetzt kommt eine Battlefront-Frage, Leute, richtig nice, hey, Epic, soll ich mir Battlefront 2 für Battlefront 2 eine PS4 Pro zulegen oder reicht die Standard PS4? Was sind die Vorteile? Danke im Voraus und mach weiter so. Deine Videos sind richtig nice. Ja, danke schön erstmal dafür. Und ja, Battlefront 2 für PS4 Pro, Leute, muss nicht sein. Absolut nicht, ne? Weil ihr müsst bedenken, es läuft ja auf der PS4. Warum solltet ihr unbedingt dafür eine PS4 Pro kaufen? Also Pflicht ist es auf gar keinen Fall. Was sind die Vorteile? Bessere Qualität. Ne, bessere Qualität auf jeden Fall. Ihr könnt, glaube ich, 4K in 4K zocken, also viel, viel bessere Qualität. Und vom Spielgefühl her wird sich da nicht viel ändern. Ich weiß nicht, ob es jetzt mit Abstürzen oder so zu tun hat, aber ich glaube nicht. Also das Spiel wird genau gut optimiert, auch für die PlayStation 4, da reicht die Standard Edition. Jetzt ist die Frage, hast du die Möglichkeit, deine alte PS4 abzugeben? Dann sagen wir mal, du gibst die bei GameStop ab oder irgendwo an einem Verkauf, verkaufst die bei eBay. Bei eBay bekommt man übrigens am meisten, ne? Ich habe natürlich den Fehler gemacht bei GameStop oder wo habe ich verkauft? Ja, ich glaube bei GameStop. Und wenn du die bei eBay verkaufst, zum Beispiel, wenn deine Eltern das reinstellen oder wenn du selber das reinstellen kannst, weil du das Geld dazu hast, beziehungsweise volljährig muss man sein, ne? Um Artikel reinzustellen, ich bin mir gerade nicht sicher. Und wenn du die Mitte dazu hast, dann kannst du natürlich machen, dann kriegst du ein bisschen Kohle. Und dann legst du noch ein bisschen dazu mit der PS4 Pro. Falls du sowieso ein bisschen Macken hattest bei der alten PS4 und so gesagt hast, ah, kein Bock mehr, die stürzt immer ab oder irgendwas ist komisch und so, dann, ja, hol dir dann eine PS4, falls du das Geld hast, PS4 Pro, falls du das Geld dazu hast, dann easy peasy kannst du die dann ersetzen. Aber ich würde mir jetzt nicht sagen, meine PS4 läuft einfach perfekt, jetzt hole ich mir eine PS4 Pro, allein wegen Star Wars Battlefront. Ist natürlich nice, sollte Star Wars in besserer Optik, natürlich, perfekt, aber es ist nicht Pflicht, es ist kein Muss und es reicht eine PS4, eine normale PS4. Ich kenn so viele, die haben eine Standard PS4 und sie sind mega glücklich mit Star Wars Battlefront und das wird auch so sein, Leute. Die werden nicht so schnell wechseln, aber eine PS4 Pro ist natürlich richtig nice. Aber Leute, wenn PlayStation 5 rauskommt, dann wechseln wir alle, oder? Ist ja logisch. Wie wir damals von PlayStation 3 zu PlayStation 4 gewechselt sind, wir sind auch alle gewechselt, der ein oder andere so, früher. Ich bin ja ein halbes Jahr später dazu gestoßen. Und ja, aber irgendwann hatten wir alle eine PS4. Ja, eine PlayStation 4. Nicht PS4 Pro. Am Anfang kam mir die PlayStation 4. Danach kam mir die Pro. So Leute, ich hoffe, Frag mal Epic hat euch gefallen. Heute mal 3 Fragen. Das Gameplay war auch nicht so lange. Und das Gameplay war auch nicht so geil. Habt ihr gesehen. Ich hoffe, ihr seid trotzdem zufrieden mit dem Video, Leute. Für irgendwelche anderen Anregungen oder so, könnt ihr gerne in die Kommentare eliminieren. Ich bin auf jeden Fall raus, Leute. Macht's gut, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.